Judentum mit Ravi. Wir sind im Seite Yud Aleph Amud Aleph. Wir haben letztes Shiur mehrere Chachamim, die vor der Beginn das Lernen über die Megillah, die haben immer mit einem Satz begonnen. Also da gab es mehrere Sätze als Propheten und so weiter. Und jetzt kehrt die Gemara zurück, um mal die Inhalt der Megillah, also den Inhalt der Text von der Megillah zu erklären. Und wörtlich, also die Megillah beginnt wie Vayi Bimei Achashverosh, Ruach Achashverosh, das wissen wir. Und die Gemara fängt jetzt wirklich fast jedes Wort am Anfang zu erklären, was das bedeutet. Eine Seite, klar, es bedeutet die Geschichte. Also wir verstehen dass die Text von der Megillah auch ohne zu viel Erläuterung, weil es ist auch einfach ganz klar geschrieben. Aber jedes Wort möchte uns der Talmud sagen, es gibt noch viel mehr zu lernen und viel mehr zu verstehen. Und die Gemara beginnt mit dem Namen von Achashverosh. Achashverosh, der König, sein Name kommt sehr viel in der Megillah. Und die Gemara erklärt, warum wurde er Achashverosh genannt. Also Achashverosh ist ein, ich kenne noch keinen, der Achashverosh genannt. Ja, also keiner, die nach ihm genannt oder vor ihm genannt. Also es ist wirklich ein unique Name, der nur bei ihm. Aber was bedeutet dieser Name? Und wenn man auf Hebräisch denkt, da kann man viele, also man kann das von vielen kleinen, also Zusammenhang von unterschiedlichen kleinen Wörtern mitbringen. Also wir haben Rosh zum Beispiel. Rosh ist Kopf. Ja, Achash ve Rosh. Was das genau bedeutet. Und das ist, was die Gemara beginnt. Und die Gemara sagt Achashverosh, also sein Name, Amar Rav. Rav erklärt sein Name, Achiv shel Rosh, Uben Gilo shel Rosh. Achashverosh, Ach ist Bruder. Achashverosh, sagt Rav, bedeutet der Bruder von Rosh. Oder Ben Gilo, der hat gleiche Schicksal wie Rosh. Wer ist Rosh? Rosh ist Kopf. Wer wurde Kopf genannt? Steht weiter. Achiv shel Rosh bedeutet, der Bruder von Rosh, der Bruder von Kopf, ist Achiv shel Nebuchadnezzar Arasha, shenikra Rosh, ist der Bruder von Nebuchadnezzar. Die Nebuchadnezzar wurde Rosh, Kopf, genannt. Shenemar, steht auch im Buch Daniel, Ant Ureisha di Dehava, du bist der Kopf des Gold. So steht im Buch Daniel über Achashverosh, über Nebuchadnezzar. Und deswegen steht, er ist der Bruder von Nebuchadnezzar, ist Ach Shel Rosh, ist der Bruder von Kopf. Weiter, Ben Gilo Shel Rosh, das heißt, er ist ähnlich, er ist die gleiche Schicksal, ist ähnlich wie Rosh, wie Nebuchadnezzar. Warum? Hu Harag, Hu Bikesh Larog. Er, Nebuchadnezzar, hat getötet. Und Achashverosh wollte Menschen töten. Hu Echriv, Hu Bikesh Lachriv. Nebuchadnezzar hat zerstört das Haus des Tempels in Jerusalem und Achashverosh wollte es tun. Das heißt, die waren ähnlich in Handeln, nicht nur in, dass die sozusagen Kopf, der Kopf des Gold und so weiter. Also haben zur gleichen Zeit gelebt. Die haben, können wir gleich sehen, also etwas später, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, ob Achashverosh hat gelebt noch im Zeiten von Achanwet, Nebuchadnezzar. Also die Nebuchadnezzar hat den ersten Tempel zerstört. Und Achashverosh ist, werden wir ihn gleich heute sehen, ist 70 Jahre nach der Zerstörung und er war schon König. Wie alt war Achashverosh, als er König war? So muss man sagen, die haben schon in gleicher Zeit, aber ich weiß jetzt nicht genau 1:1, da habe ich früher. Ja. Kann sein, also habe ich jetzt früher nicht gesehen, aber ich kann jetzt so nicht sagen, ich bin nicht so gut in die Einzelheiten, also in die Zeiten.
שנאמר הוא במלכות אחשוורוש תחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. Das steht auch in Buch Ezra, dass in Zeit von Achashverosh man wollte schon über die Bewohner von Jerusalem und Juda was tun. Das heißt, er wollte selbst auch Jerusalem zerstören. Es steht, er war 34 Jahre alt, nach seinem Vater ist Achashverosh ist König geworden. Als Nebuchadnezzar? Achashverosh ist König mit 34 geworden. Genau. Ah. Aber gleichzeitig war mit einem Pharao aus Ägypten. Ja, nicht das. Mit Nebuchadnezzar, muss ich gucken, mit ja. Ja, der war verheiratet mit der Tochter von Pharao. Aber wie lang, das heißt. Er hat 20 Jahre als König da war. Mit 34 ist er König geworden. Das heißt, ja, das kann gut sein. Also, wir werden später sehen, weil später kommt die ganze. Kalkulation ist sehr interessant, von 70 Jahren, von der ersten Zerstörung bis die zweite, da wird die Gemara das sehr genau kalkulieren. Das ist eine unterschiedliche Wege, wie man die 70 Jahre kalkuliert. Kommen wir gleich dazu. Das alles war die Meinung von Rav, warum er es Achashverosh genannt. Und Shmuel Amar, Shmuel gibt eine andere Erklärung zu Namen Achashverosh. Er sagt, warum er wurde so genannt. Shmuel konzentriert nicht, Rav konzentriert auf den Namen Rosh, Bruder von Rosh. Und Shmuel konzentriert auf Chash, so wie, also er meint, dass genau wenn jemand hat einen Topf, und es wird verbrennt und unten wird schwarz. Ja, das heißt Hushchar, der untere Bereich ist schwarz geworden. Hushcharu, Achashverosh, kommt von der gleichen Wurzel. Und er meint, dass die Juden sind so schlecht geworden in dieser Zeit, wie ein unterer Teil des Topfs, der verbrannt ist. Und deswegen ist das eher genannt Achashverosh. Rabbi Yochanan Amar, Kol Shezocho Omer Ach Leroscho. Rabbi Yochanan gibt eine ganz andere Erklärung. Er sagt, jeder, der sagt Achashverosh, sagt, och, der Kopf. Also jeder Hals sein Kopf sagt, och, ach, ach, oi weh, der Kopf und der, also deswegen ist Ach Achashverosh, och und weh zu meinem Kopf, wenn man über ihm redet. Ve Rabbi Chanina, Rabbi Chanina gibt eine weitere Erklärung, letzte Erklärung. שהכל נעשו ראשין בימיו, שנאמר, וישם המלך אחשוורוש מס. אחשוורוש, ראש, ist nicht nur Kopf, ראש kommt auch von rasch. Rasch bedeutet arm. Rabbi Chanina sagt, alle Menschen wurden arm in seiner Zeit geworden, weil er hat hohe Steuer gesetzt. Steht im letzten Kapitel in erster Rolle, וישם המלך אחשוורוש מס. Er hat einen höheren Steuersatz gesetzt, und somit sind alle Leute arm geworden. Und deswegen ist ein Achashverosh, er ist derjenige, der Menschen rasch gemacht, arm gemacht. Das ist der Name. Steht aber in der Megillah, Vayoyi b'mei Achashverosh, Hu Achashverosh. Also was bedeutet, in Zeit von Achashverosh, er ist Achashverosh. Klar, Achashverosh, Achashverosh. Diese Hu Achashverosh, also die Megillah wiederholt, Hu Achashverosh, er ist Achashverosh, ist davon eine Lehre. Und die Gemara bringt Beweise aus unterschiedlichen Stellen in Torah, wo man sieht, was das bedeutet. Ich sage so, Hu Achashverosh, Hu Berisho mitchilato ve'atzofo. Hu Achashverosh bedeutet, er ist Achashverosh von Anfang bis Ende geblieben. Er war böse von Anfang und bis Ende ist auch böse geblieben. Ja, also Achashverosh kann man manchmal gut, manchmal schlecht. Nein, Achashverosh, Hu Achashverosh, das ist die gleiche böse Mensch von Anfang bis Ende. Und jetzt kommen mehrere Beispiele. Zum Beispiel auch über Esav steht in der Torah, Hu Esav, Hu Berisho mitchilato ve'atzofo. Auch Esav war von Anfang bis Ende seines Lebens war auch böse. Deswegen steht Hu Esav. Steht auch über Datan und Aviram, Hu Datan ve'Aviram im vierten Buch der Torah, Hen Berishan mitchilatan ve'atzofan. Die waren auch schlecht von Anfang bis Ende. Weiter in Prophet, Hu Amelech Achaz, Hu Berisho mitchilato ve'atzofo.
Aber, kommt jetzt die Gemara, sagt, Hu ist nicht nur für negativ, ist auch für positiv, weil es steht, Avram u Avram. Steht über Avram, steht auch Hu Avram. Da können wir jetzt nicht sagen, auch negativ. Hu bezieht mit Chilatova Zavo. Er war Zadik von Anfang bis Ende. Das heißt, wenn immer steht Hu und wiederholt der Name, es bedeutet kontinuierlich von Anfang bis Ende so. Und gibt es noch weitere Beispiele. Hu Aaron und Moshe, Hen bezieht Kan mit Chilatan Vazofan. Auch über Aaron und Moshe kann man nicht sagen, das ist negativ gemeint. Oder über David Amelech, wie David Hu Akatan, Hu Bekatnuto, mit Chilato Vazofo. David als bescheiden geblieben von Anfang bis Ende. Keshem Shibkatnuto Iktin Atzmo Etzel Mishe Gadol Mimeno Torah, Kachem Malchuto Iktin Atzmo Etzel Mishe Gadol Mimeno Bechochma. Über David steht, dass genau wie in seiner Kindheit, er hat sich zurückhalten neben Menschen, die größer in Torah waren, die haben besser Torah gelernt, so ist auch, als er später als König war, neben anderen Königen ist immer noch bescheiden auch so geblieben. Deswegen steht David, Hu Akatan, Hu ist doch der gleiche, wie es immer war. Als nächstes steht im Pasuk, Vayi bimei Achashverosh, Hu Achashverosh, Hamolech Meodu Vatkush. Hamolech ist der König, aber steht hier ein König, kann man sagen, man hat ihm König gesetzt, aber Hamolech klingt, wie er selbst als König ihm gesetzt. Ja? Also nicht, dass die Menschen ihm, sondern also besser kann man sagen, Shemalach, also man hat ihm, aber Hamolech bedeutet, er selbst ist der König. Diktatorkönig. Ja, also vielleicht Diktator ist schon zu viel, aber also die Diktator ist dann nachher, wie er sein Macht ausnutzt. Aber die Frage, wer hat ihm an der Macht gesetzt? Ich habe sich selber zum König gemacht. So kann man verstehen. Und das ist was Rav lernt. Amar Rav, Shemalach me'atzmo. Er hat sich selbst als König gesetzt. Sagt, ich bin der König. Ja, ich bin immer. Wie hat er das gemacht, kann man auch gleich sehen. Amrelei lishvach ve amrelei lignai. Manche Leute sagen, dass er selbst als König gesetzt, kann man davon was Positives sehen und kann man was Negatives sehen. Das heißt jetzt nicht, dass wenn jemand als König sich selbst, da kann man das so. Und die Gemara erklärt, Amrelei lishvach, deloavi inish dechashiv lemalka kvatei. Die das positiv gesehen, die haben gesagt, wir kennen keinen, der besser ist. Ich meine, der ist der Richtige und Gute ist der König. Er passt auch sehr dazu. Und manche sehen, sagen das als positiv. Andere sagen, er passt nicht als König. Aber wie hat er die Macht bekommen? Mit Geld. Er war reich, hat viel Geld gegeben. Und durch die Macht und Geld ist auch eine Macht an die Position von König gekommen. Steht, er war König. Mehodu ve'ad Kush. Mehodu ist ein Land und Kush ist ein zweites Land. Jetzt gibt es eine Diskussion zwischen Rav und Shmuel, was das bedeutet. Rav und Shmuel, Chad amar Hodu besof haolam ve'kush besof haolam. Eine von dem sagt, das ist die ganze Welt, Hodu ist hier und Kush ist hier. Und sein Macht war von hier bis hier. Chadamar Odu Vekush Gabi Hadade Avukaimei Keshem Shemalach Odu Vekush Kach Malach Misof Olam Atzofo. Die andere sagt, nein, Hodu und Kush waren hier in der Mitte. Und genau wie er auf beide so stark geherrscht, genau so hat er über die ganze Welt. Ja, am Endeffekt kann man, also so oder so, es bedeutet nicht, also es bedeutet ja, dass er über die ganze Welt mächtig war. Aber ob Hodu hier und Kush hier oder beide zusammen, das war damals die Diskussion. Die haben keine Google Maps öffnen können damals, Rav und Shmuel. Und so war die Diskussion. Man kann sagen, es ist eine Diskussion im Fakt, wo liegt Hodu, wo liegt Kush. Man kann auch sagen,
was war damals Hodu, was war damals Kusch? Welches Land wurde damals Hodu oder Kusch genannt? Das weiß man jetzt allein davon jetzt nicht. Aber es steht, in seinem Königreich war 44% von der gesamten Bevölkerung der Welt unter seinem Königreich. Eigentlich steht die ganze Welt. Okay. Also es gibt Widerspruch zwischen Talmud und Google. Ja, also, die alte Welt, nicht die neue Welt. Also vielleicht, was ja damals geherrscht ist, heute 45% von der Bevölkerung. Okay. Aber damals war ja, sehen wir gleich über 127 Länder. Mehr ist in Beschewa, das steht auch in der Megillah. Aber kommt jetzt eigentlich auch die Erklärung, ob es war die ganze Welt oder war nicht die ganze Welt. Ich habe dazu, wie Zeichen der Länder sich verändern. Schon gelernt. Ja, haben wir gelernt früher, ja. Weiß ich, ob, ich glaube nicht verändert, aber die Frage ist, ob damals, was damals so genannt Kusch ist, was heute, weiß ich nicht. Was ist Kusch? Weiß keiner. Ich bin nicht so gut. Okay. Hodu ist das Hodu, ist Hodu? Hodu, ja. Wahrscheinlich, wir gehen davon aus. Aber, also wie gesagt, das muss man schon wirklich dann Experten, die Geschichte zu Talmud, ja, gut, das zu das vergleichen. Ist wenig, also, wenig wichtig. Genau, das ist ja. Prinzip, das der genau. Und dann gibt es, die Gemara bringt noch eine ähnliche Diskussion zu der Idee, ob die zwei waren hier oder zwei waren hier. Man sagt, Kayotze Badavar Taomer, steht auch im Buch Melachim, Kihu, geht über Shlomo Amelech, Rode Becholever Anar mitifsach ve'ad Aza. Steht, dass Shlomo hat auch die Macht oder die Leitung über zwei Stellen, Tifsach und Aza. Und dort gibt es genau die Diskussion zwischen Rav und Shmuel. Chadamah Tifsach bis Sof HaOlam, und Aza bis Sof HaOlam. Chadamah Tifsach und Aza bei der Adadi Kaimei. Keshem Shemalach al Tifsach und Aza, kach malach al Kol HaOlam. Eine meint, Tifsach ist hier, Aza hier, und er herrscht über alle. Und eine Meinung ist, dass die nebeneinander stehen, und die gleiche, die Gemara will sagen, die gleiche Diskussion dort passt auch bei uns, Mehodu Vat Kush. Und das ist wieder Rav und Shmuel, die das beide diskutieren. Jetzt aber, wir haben gesagt, Amolech Meodu Vertkush, Sheva Isrim Umea Medina, 127 Länder. Was ist damit gemeint? Und hier kommt die Frage, ob es wirklich die ganze Welt da war. Sheva Isrim Umea Medina, Amar Avchista, eigentlich warum Sheva Vesrim Umea Medina? Also warum ist das so geteilt? Oder so geschrieben. Rav Chisda meint, Betchila malach al sheva, lebasof al esrim, und lebasof al mea. Er meint, er hat erstmal auf 7 Länder. Später hat er es erweitert auf 20. Und ganz am Ende auf 100. Deswegen steht sheva, esrim und mea medina. Ella meata stellt die Gemara eine Frage. Wenn du meinst, Sheva Isrim Umea bedeutet nicht, dass er 127 Länder, sondern erstmal 7, dann 30, 20, dann 100. Ja, sagt, ich habe ein anderes Problem. Steht auch in der Torah, wie alt war Amram, der Vater von Moshe, steht Ushnei Chaye Amram, Sheva Ushloshim Umea Shana. Maidashbe, was kannst du sagen? Erstmal hat er 7 Jahre gelebt, dann hat er 30 Jahre, dann hat er 100 Jahre gelebt. Kann auch nicht sagen. Es ist klar, das bedeutet, er hat 137 Jahre gelebt. Dann warum hier, kannst du nicht sagen, 127 Länder. Das heißt, die Gemara ist nicht glücklich mit der Erklärung von Rav Chisda, weil er sagt, wenn, denn auch bei Amram oder anderen Stellen. Sagt die Gemara, nein, doch wie Rav Chisda. Shani Acha, bei uns ist es anders, es ist nicht wie in Amram. Die Kra Yeterau, wir haben, wenn wir unseren Satz in Megillah in erster Rolle lesen, es scheint ein extra Wort oder zwei zu sein. Warum? Mich diktiv meodu vert kush, sheva vesrimu mea medina lamali, shma min al drasha. Wir haben doch gesagt, meodu vert kush. Odu ist hier, kush ist hier, herrscht über alles. Wie viele Länder gibt es zwischen? 127. Warum muss das stehen? Er herrscht von Odu bis Kusch, 127 Länder, ist doch klar. Deswegen sagt der Frisda, er herrscht von Odu bis Kusch, aber es war Prozess. Es war 7, dann 20, dann 127 Länder. Deswegen, es ist nicht
Also man kann nicht von einer Stelle auf andere Stelle die Frage stellen, sondern weil bei die Megillah, weil Megillah ist eine von den Büchern von den Sfarim HaKdoshim, genau wie auch in der Torah, also jedes Wort, jeder Buchstabe wird auch davon was gelernt. Und wenn es steht, Amolech Mehodu Vatkush, was davon versteht man, Herr herrscht über die ganze Welt, dann warum wiederholt die Torah bzw. die Megillah und sagt 127 Länder? Wir wissen schon, dass Hodu Biskus 127 Länder, auch wenn wir es so nicht wissen. Aber wenn wir vertiefen und wenn wir lernen, wenn wir es googeln, dann wissen wir es 127 Länder. Warum steht beide? Deswegen, weil es doppelt, sagt Rav Chisda, lerne ich davon, dass es war sozusagen immer mehr und mehr und mehr. Tanu Rabbanan, wir haben doch früher gefragt, ob es 44% von der Welt, 45% oder die ganze Welt. Sagt uns die Gemara so, Tanu Rabbanan, wir haben in der Breite gelernt, Shlosha Malchu Bechipa. Es waren drei, die über die ganze Welt geherrscht. Malchu Bechipa bedeutet unter dem Himmel. Kippa ist der Kippa, unter dem Himmel. Drei haben so die mächtigste, die über die ganze Welt geherrscht. Wer war das? Veiluen, Achav, Achashverosh und Nebuchadnezzar. Die drei waren über die ganze Welt, nicht nur Teil der Welt. Und die Gemara erklärt und bringt auch Zitaten dafür. Achav, Dichtiv, steht im Buch Melachim, Chai Hashem Elokecha, im Yesh Goyu Mamlacha, Asher Lo Shalach Adonai Sham Levakeshcha, Vamru Ein, Vishbiat Amlacha, Veta Goyu Vegomer. Steht in dem Pasuk, dass er schwört, ob es gibt irgendein Volk, das Adonai, mein Herr, hat dich jemand geschickt, das ist der Zitat. Die Gemara sagt, wenn er nicht über den geherrscht, wie konnte er die verpflichten? Achav. Davon versteht man, weil er über die ganze Welt mächtig war, dann konnte er die auch mit Schwur und so verpflichten. Da haben wir einen Beweis für Achav. Der zweite, Nebuchadnezzar, Dichtiv steht im Buch Jeremia, Ve'aya agoy v'amamlacha, asher lo yiten et zavaro be'ol melech bavel. Steht auch hier, davon versteht man, dass Nebuchadnezzar, es geht doch über Nebuchadnezzar, Ve'aya agoy v'amamlacha, irgendein Volk oder ein Reichtum, irgendeine Gruppe unter die Welt, die nicht zu Achashverosh dann zuhören, davon sieht man, der war auch über dem. Achashverosh hat der Maran. Und Achashverosh ist, wie wir schon wissen. Das heißt, wir sehen, drei waren über die ganze Welt mächtig. Also die geherrscht auf die ganze Welt. Stellt aber die Gemara eine Frage. Wir haben doch Siman Shasdach. Es gibt ein Siman, die Gemara bringt oft Siman, ein Zeichen. Und bringt das in Form von Buchstaben. Und hier haben wir vier Buchstaben. Shin, Samech, Dalet, Chaf. Shin ist Shlomo, Sancheriv, Daryavesh, Vekoresh. Und die Gemara stellt die Frage, Vetulo, Vayika, Shlomo. Wie kannst du sagen, es waren nur drei, die über die ganze Welt. Was ist mit Shlomo? Shlomo Amelech war auch über die ganze Welt. Warum nennst du nicht Shlomo in diese Liste? Genau wie Achashverosh über die ganze Welt, so war auch Shlomo HaMelech über die ganze Welt. Und die Antwort von der Gemara ist, Shlomo ist nicht dabei. Warum? Lo Salik Malchutei. Shlomo hat als König begonnen, aber er wurde von seiner Position runtergenommen. Ja, der war nicht sein ganzes Leben König. Die anderen waren König und geblieben bis Ende des Lebens. König war und König geblieben. Aber Shlomo ist später kein König mehr geworden. Was? Alexander the Great von Mazedonien. Ja. Der ist auch Herrscher über die ganze Welt, ob er da steht. Also ruled the entire world. However, he's not mentioned here because the Bereisa lists only those for whom they are scriptural sources. Na gut. Gibt
Da steht, es ist in das Wort, aber hier gibt es kein das Wort. Fußnote 64. Ah. Ja, das ist ein Tosfot. Es gibt eine, also die Seiten, die wir jetzt lernen, die sind sogenannte Agadeta. Das merkt man allein, wenn man sieht, der Seite ist sehr breit. Also normalerweise Talmud hat so eine Seite in der Mitte und da gibt es Rashi und Tosfot von der Seiten. Alle Seiten, die sind ähnlich wie diese Seite, die sind so breit, da kann man schon in erster Blick sagen Agadeta. Weil das ist viele Erzählungen und Erklärungen über Psukim und so weiter. Deswegen hier gibt es nur Rashi. Hier unten gibt es ein kleines Tosfot, ein Einzeltosfot. Und dieses Tosfot erklärt, wer hat de loch Rashi Alexander Mogdon? Warum ist eigentlich Alexander Mogdon nicht eine von denen? Mishum de lo eirei acha ele beotam aktuvim leedia. Hier diskutieren wir nur über die ganz klar in die Bücher geschrieben. Dass Alexander Mogdon hat über die ganze Welt geherrscht, das wissen wir von der Geschichte. Aber das steht in kein Nevi'im oder Ketuvim. Das steht in kein Buch, in kein unsere jüdisches Buch. Steht in andere Bücher und das wissen wir auch im Talmud. Aber das steht nicht in der Torah, Nevi'im und Ketuvim. Deswegen, das, also was wir hier im Talmud, geht nur darüber. Okay, jetzt haben wir gesagt, warum nicht Shlomo? Und die Antwort war, weil Shlomo ist nicht als König geblieben. Er war König, ist dann runtergegangen. Sagt die Gemara, Sekunde. Hanicha, das ist gut. Leman der Mar Melech Vediot. Das ist wirklich, passt zu der Meinung, dass Shlomo Melech war, ein König, und später Hediot. Dann ist runter ein Einfacher geworden. Ela Leman der Mar Melech Vediot und Melech. Maikale Meimar. Aber es gibt doch die Meinung, sagt, er war König, ist wieder ein einfacher Mensch und wieder König geworden. Das heißt, er ist als König auch beendet. Wie passt das zu die Frage? Weil warum Shlomo ist nicht eine von denen? Sagt er, okay, Shlomo ist was anderes. Shlomo, miltach riti havebe. Bei Shlomo gab es was anderes, besonders, die nicht bei die anderen Könige zu sehen. Shemalach ala elyonim ve'ala tachtonim. Shenemar v'yeshev Shlomo al kisei Hashem. Steht, der Shlomo saß auf dem Stuhl von Hashem. Das bedeutet, dass seine Melucha war nicht nur über die Menschen in der Welt, sondern auch über Engeln oder Shedim. Wie sagt man Shedim? Da war über spirituelle Kräfte, die nicht in der Welt. Und deswegen, Shlomo ist was Besonderes. Ist nicht, man kann nicht Shlomo in einer Liste mit denen, weil sagen alle, die haben die ganze Welt. Shlomo war viel mehr. Hier in der Welt und aber auch oben, weil steht, er saß auf Kisei Hashem. Die Gemara bleibt weiter und stellt noch weitere Fragen. Okay, wir haben jetzt verstanden, warum Shlomo ist nicht darin. Aber wir haben noch andere. Wer Sancheriv? Sancheriv war doch auch König über die ganze Welt. Dichtiv steht im Buch Jeschaja. Mi bechol elokei haratzot ha'ela shiritzu lo tratza miyadi. Davon verstehen wir, dass Sancheriv doch über die ganze Welt. Die Gemara erklärt, Aika Jerusalem de Lokavsha. Sancheriv war doch über die ganze Welt, außer Jerusalem. Jerusalem hat er nicht übernommen und deswegen ist nicht eine von denen. Weiter, Vaika Darjavesh, er war auch über die ganze Welt. Dichtiv Darjavesh Malka, Katav Lechol Amemaya, Umaya Velishnaya, die Dairin Bechol Ara Shalmachon Yiski, steht in Buch Daniel, dass Darjavesh, der König, hat geschrieben an alle Länder in eigene Sprache, also bei jeder Sprache hat er zu allen Ländern so eine Begrüßung geschrieben, sagt die Gemara, okay, Aika Sheva Delo Malachalayu. Es gab immer noch 7 Länder, die er über sie nicht geherrscht, wie es steht auch, Dichtiv, Shfar Kadam Darjavesh Vehakim Al Malchuta Lachashtan Panaya Meavesrin. Steht, dass er war König von 120 Ländern und 7 waren nicht, deswegen ist nicht drin. Vaika Koresh, ein weiterer König. Dichtiv, Koamar Koresh, Melech Paras, Kol Mamlachot Haaretz, Natan Liashem. Steht in Buch Ezra, Koresh hat gesagt, Kol Mamlachot Haaretz, alle Länder hat mir Hashem gegeben. Sagt, Atam Ishtabuchei Udekam Ishtabach Benafshei. Steht, stimmt, dass Koresh hat gesagt, aber das war nicht so.
Also Koresh hat gesagt, Gott hat mir alles gegeben. Aber das war nicht so. Das erinnert mich, ich habe vor kurzem gehört eine Geschichte über einen alten Chassid, der geht in Russland in der Dorf zu seinem Rebbe. Und er geht allein auf den Weg, das ist ein schwerer Weg. Und es fährt eine ganz schöne, reiche Kutsche mit Pferde daneben und steht neben ihm. Und darin sitzt ein reicher Mann, also gut angezogen. Und sagt, Shalom Aleichem, wo geht der Eid? Und der Mann sagt, ich gehe zu meiner Rebbe. Er sagt, ich gehe auch da. Bitte komm rein. Und der alte Mann freut sich, er sitzt in der Kutsche, ganz bequem. Und der Reiche fängt an, ihm zu erzählen, sagt, weißt du, ich bin nicht nur Chassid und nicht nur reich, ich bin auch ein Arzt. Und der alte Mann sagt, ich bin auch. Und er sagt, aber ich bin nicht nur ein Arzt, ich besuche meine Patienten zu Hause, die kommen nicht zu mir, ich gehe um zu denen. Und er sieht und sagt, ich auch. Und wenn es sind arme Leute, ich mache das kostenlos. Und er sagt, ich auch. Und ich gebe sehr viel Tzedakah, ich auch. Ich gebe nicht nur 10%, ich gebe 20%, ich auch. Irgendwann sagt er, was sagst du immer, ich auch? Du bist ein armer Mann, der auf die Straße habe ich dir geholt, ich bin ein reicher Mann. Er sagt, ich auch erzähle nur die guten Dinge über mich oder was ich daran glaube. Das habe ich gemeint. Ich auch. So. Der Koresh, sagt die Gemara, ich tabuche Yehude kam ich tabach benafshe. Der hat erzählt, ich bin der König über der ganzen Welt. Aber interessant ist, dass die anderen haben es nicht gewusst. Ja? Ich auch, so sagt er. Ja, steht weiter in der Megillah, bei Yamimahem, hier gibt es diese ganze, kommt gleich die ganze interessante Kalkulation. Steht so: Bei Yamimahem keshevet amelech Achashverosh. Bei Yamimahem keshevet amelech Achashverosh, an die Tage, als Achashverosh saß auf seinem Stuhl, von der Satz verstehen wir, dass es geht über die Party, verstehen wir oder kann man verstehen, dass es war so als am Anfang seine Position als König. Gerade als er sitzt auf seinem Stuhl, macht er Party. Was verstehen wir? Ein frisches König sitzt auf seinem Stuhl, macht Party. Ktiv Batrei, aber später steht, Mishnat Shalosh Lemolcho, dass es ihm am dritten Jahr sein Amtszeit war. Dann steht die Gemara, ist doch eine Frage. War das am Anfang oder war das am dritten Jahr? Ja, war es, als er saß auf dem Stuhl des Königs oder als dritte Jahr, so oder so? Die Antwort ist, Amarava, Mai Keshevet, Lechar Shenit Yeshva Dato. Rava sagt, Sekunde, warum steht Keshevet Amelech Achashverosh? Keshevet Amelech Achashverosh, als er saß auf seinem Stuhl. Shevet ist nicht nur sitzen, sondern es ist, da sagt man Nit Yeshva Dato, das heißt, ein Mensch, der besorgt ist, der unruhig ist, er sitzt nicht. Aber wenn er ist ruhig, wenn er sicher, sitzt seine Meinung fest. Er weiß, wo er ist sicher. Warum? Amar Balshezar, der König von Babylon vor Achashverosh, der hieß Balshezar. Balshezar chashev veta'a. Ich erkläre jetzt Vorwort, was hier kommt. Der König vor Achashverosh war Balshezar. Es gibt doch eine Prophezeiung, werden wir gleich sehen in Jeremia, dass der Prophet gesagt, Am Israel, er geht in Exil, der Zerstörung von 1. Beit HaMikdash, er geht 70 Jahre. Balshezar war der König und er hat kalkuliert, 70 Jahre sind vorbei. Alle haben gedacht, die Prophezeiung war 70 Jahre, das heißt, wenn 70 Jahre sind vorbei, eigentlich mussten die Juden zurück nach Jerusalem kommen. Und Balshezar hat seine Kalkulation durch und die 70 Jahre sind zu Ende und passiert gar nichts. Was hat Balshezar gemacht? Er hat verstanden, die Juden gehen zurück nicht nach Jerusalem. Er hat eine Party gemacht. Er nimmt raus die Geschirr von Beit HaMikdash. Weil solange war in Exil 70 Jahre, wer weiß. Aber 70 Jahre sind vorbei und
die sind immer noch Exil, lass uns feiern. Und er nimmt die Geschirr und stellt auf den Tisch, macht Party und er stirbt an der Tag. Achashverosh als Nächste hat gesagt, okay, Belshazzar bestimmt einen Fehler gemacht. Und er hat eine andere Kalkulation gemacht. Und diese Kalkulation ist durch an sein drittes Amtsjahr. Und deswegen, als drittes Amtsjahr zu Ende, er dachte, jetzt ist der 70. Jahr zu Ende und jetzt kehren die Juden nicht zurück nach Jerusalem. Deswegen schmeiße ich eine Party und lade alle auch ein zu dem Party. Und deswegen steht Bishnat Shalosh Malcho, Ityashva Dato, der ist ruhig geworden. Er war die ganze Zeit unruhig. Wann beenden die 70 Jahre? Und jetzt erklärt uns Sigmar genau, wie hat das Belshazzar kalkuliert und wie hat das Achashverosh kalkuliert. Dann sehen wir, wieso kommen wir zu Fehler. Und dann kommen wir auch zu dem Punkt, was wir früher gesprochen haben, wie lange hat Nebuchadnezzar gelebt und ist die gleiche Zeit oder nicht. Mai erklärt die Gemara den Unterschied, wie ist Belshazzar und wie ist Achashverosh. Dechtiv steht in der Prophezeiung in Jirmia, Ki lefi melot lebavel shivim shana efkodetchem. So steht, wenn Babel wird 70 vollständige Jahre beenden, oder vollkommene 70 Jahre, ich werde euch zurückbringen. Melot le Babel, und das ist ein sehr wichtiges Zitat, weil anhand dieses Zitats ist die ganze Diskussion. Uchtiv le Melot le Chobot Jerusalem 70 Jahre, steht auch in Daniel, auch 70 Jahre nach der Zerstörung Jerusalem. Chashuv 45 de Nebuchadnezzar, Belshazzar hat gesagt so, Nebuchadnezzar hat 45 Jahre König war. Esrimutlat de Evil Merodach. Nachher war noch 23 Jahre, dass Evil Merodach auch geherrscht. Tredi Dei, zwei, die Belshazzar selbst König war. Hashivim, wir haben 70, 45 plus 23 plus 2, haben wir 70. Hapik Mane de Beim Magdesha, wie ich da muss bo. Nach zwei Jahren seiner Amtszeit, er sieht, dass die 70 Jahre sind vorbei und die Juden gehen nicht zurück nach Israel, nach Jerusalem, nimmt er die Geschirr von Beit HaMikdash und macht Feier. Jetzt, die Gemara, vor dem, dass wir weiter mit der Geschichte, jetzt die Gemara sagt, Sekunde, von wo wissen wir, dass der Nebuchadnezzar 45 Jahre war? Und der Nebuchadnezzar, Menalan, der 45 Shanin Malach, von wo wissen wir? Und die Erklärung ist, der Amar Mar, Galu Besheva, Galu Beshmone, Galu Beshmonaisre, Galu Beshaisre. Es steht, dass die Exil war am 7. oder 8., am 18. und 19. Und die Gemara erklärt, Galu Besheva, was bedeutet, dass die am 7. Jahr in Exil gegangen, Le Kibush Joachim, Galut Joachim. Also die Galut von Joachim war im 7. Jahr zu dieser Galut. Die Sie ist die 8. Jahr, als Nebuchadnezzar geherrscht. Das heißt, der Galut hat begonnen am 8. Jahr zu Nebuchadnezzar. Zu seiner Zeit als König, in seine 8. Jahr, hat begonnen der Galut. Galut bis 18. le Kibush Joachim, Galut Zidkiyahu, 19. le Nebuchadnezzar. Das heißt, in zwei Geschichten wird die Zeit in der Amtszeit von Nebuchadnezzar auch als Zeichen genommen. Als 8. oder 19. Jahr. Der Amar Mar, Shana Rishona, Kibeshet Ninve, Shnia, Kibeshet Joachim. Ja? Und dann steht weiter, Ruchti, Vaibe, 37 Shana, Legalut Joachim, Melech Yehuda, Bishnemasar Chodesh, Bishnemasar Chodesh, Chodesh, Nasa, Evil Mordach, Melech Bavel, Et Rosh Joachim, Melech Yehuda, Vyotze Oto, Mibeit Akalu. Tamnei, Utlat Ninve, Sheva, Arei, 45 Nebuchadnezzar. Das heißt, von diesen Ereignissen, wir haben hier mehrere Ereignisse, eine ist am 8. Jahr von Nebuchadnezzar, die zweite ist am 19. Jahr von Nebuchadnezzar, die andere ist im 37. Jahr von Joachim. Von dem alle, wenn wir alle kalkulieren, dann haben wir es fest, dass 45 Jahre war Nebuchadnezzar als König. Das hat Belshazzar als Basis genommen. Vesri mutlat de'evil mordach, Gemara, das wissen wir, dass der Avil Mordach 23 Jahre war. Vetarte die Dei, Hashivim.
Dann so hat Belshazzar alles kalkuliert. 45 plus 23 plus 2. Amar, Belshazzar hat gesagt, in seinem dritten Amtsjahr, nachdem zwei Jahre sind vergangen, Hashta vadai tu lo mibriki. Er sagt, die Zeit ist schon vorbei und Am Israel hat noch keine Geula. Bestimmt ist vorbei. Apik mane de Bei Mikdasha. Er hat rausgenommen die Geschirr von Beit HaMikdash. Vishtameshu, und er hat es genutzt. Einu daka amarlele Daniel, darauf hat Daniel gesagt, weil mare shmaya hitromamta, du bist stolz gegenüber Gott, gegenüber dem Himmel geworden, ulemanya di beita haitu kadmach, und du hast die Geschirr zu dich nach Hause gebracht, uchtiv, und da steht weiter, ba beleila, an der Nacht, katil Belshazzar malka kasda, an der Nacht ist er gestorben, uchtiv, vedaya veshmada kabel malchute kvar shnin shtin utertin. Und dann hat Dajavesh der Macht bekommen und er war 62 Jahre alt. Das war alles bei Belshazzar. Das war seine Kalkulation, das war seine Geschichte. Jetzt kommt Achashverosh und sagt, ich kenne die Geschichte und ich weiß auch, was sein Problem war. Also was er falsch gerechnet. Und Achashverosh sagt, ich rechne jetzt anders. Er hat 70 Jahre vor dem Beginn von Nebuchadnezzar, er hat falsch kalkuliert. Ich habe einen anderen Weg. Wie kalkuliert Achashverosh? Amar, Achashverosh hat gesagt, Iu mita taye. Er, Belshazzar, hat Fehler gemacht. Anna, chashivna velo taina. Ich kalkuliere das, ich mache keinen Fehler. Ich bin Achashverosh, ich mache keinen Fehler. Warum? Michtiv lemalchut Bavel? Lebevelktiv, er sagt so, der Satz, den wir früher gelesen von Jeremia, ki lefi melot lebevel shivim shana efkolotchem. Der Prophet hat gesagt, als Bavel wird 70 volle Jahre haben, ich werde euch erlösen, ich werde euch zurückbringen. Achashverosh sagt, steht nicht zu Malchut Bavel, zu der Macht von Bavel. Belshazzar hat gezählt die Macht von Bavel, die ganze Machtzeit von Nebuchadnezzar. Achashverosh sagt, Sekunde, du hast doch Fehler gemacht. Warum fängst du an von Nebuchadnezzar von Anfang? Es steht Le Bavel. Es steht über die Galut, über die Exil von Bavel. Die Exil ist 11 Jahre später geworden. Ja, er sagt gleich. Mai Le Bavel, Le Galut Bavel. Kama Bezeran. Wie viel muss man noch abnehmen? Tamnei. 8 Jahre. Chashi Ve'ail Chilufei. So hat er kalkuliert, 8 Jahre, Chada di Belshazzar, v'chamesh tedrevesh, v'korosh, v'tar de dinei, ha-shivin. Er hat die 8 Jahre später begonnen und er meint, der Fehler von Belshazzar war, der hat begonnen mit der Amtszeit von Nebuchadnezzar. Nein, falsch, ich muss von 8. Jahr von Nebuchadnezzar zählen, als der Galut von Babel hat begonnen und somit die 70 Jahre beenden 8 Jahre später. Und so kam er in sein drittes Amtsjahr. Jetzt ist die Zeit vorbei. Kevan dechazi de malo shivin velo ifruk. Jetzt, in seinem dritten Amtsjahr, oder zweite, sieht er, die 70 Jahre sind vergangen. Und Am Israel ist immer noch in Galut. Und er sagt, jetzt ist schon sicher, schon alles vorbei. Ashta, amar ashta vadei tulo mibriki. Api ikmane de beimik desha vishtameshbu. Genauso, er sagt, jetzt ist vorbei. Am Israel geht nicht zurück nach Jerusalem. Er nimmt die Geschirr von Beit HaMikdash und ladet alle Menschen zu einer großen Party, was wir in der Megillah kennen. Was ist passiert? Ba Satan veriket beneem araget vashti. Der Satan kommt und tanzt zwischen ihm, so steht. Er hat irgendwie, also Belshazzar wurde an der Nacht getötet. Bei Achashverosh ist nicht getötet, aber der Satan war aktiv. Und was passiert an dieser Party? Achashverosh tötet seine Frau Vashti. Also er ruft sie an, sie kommt nicht und er tötet sie. Ist auch, das Ergebnis steht in Talmud, weil er etwas getan, er durfte nicht tun. Er hat die Geschirr von Beit HaMikdash rausgenommen
und er das nicht tun. Steht aber die Gemara Sekunde, Vashapir Chashiv. Aber er hat auch richtig kalkuliert. Er hat 70 Jahre kalkuliert von dem Galut Bavel. Und wo ist das Problem? Eigentlich hat er richtig gedacht. Und warum hat der Satan ihn bestraft? Die Gemara sagt nein. Iunami mite itai. Er hat auch Fehler kalkuliert. Warum? Die Ibai lemimnei mechorvot Yerushalayim. Er sollte zählen 70 Jahre nicht von dem Galut, von dem Exil, sondern von dem Moment, als Jerusalem zerstört wurde. Das heißt, wir haben schon drei Zeiten für diese Kalkulation. Von dem Beginn von der Amtszeit von Nebuchadnezzar, Malchut Babel, von dem Beginn von der Galut oder von der Zerstörung Jerusalem. Die richtige Zeit war von Zerstörung Jerusalem, das wissen wir jetzt auch, 70 Jahre nachher ist der zweite Beit HaMikdash gebaut. Aber Belshazzar und Achashverosh, die haben jeder in seinen Kalkulationen auch falsch berechnet. Aber Nebenfrage, warum hat Achashverosh seine Frau umgebracht, aber eigentlich hat der Satan gemacht. Was macht er da? Ja, der Satan, also der Satan, also der Satan ist so klug und so kreativ und er kommt nicht und tut das selbst. Also der Satan findet seinen Weg. Ja? Der Satan kommt durch eine Geschichte, durch einen Mensch. Und hier steht auch... Also Achashverosh hat keine Schuld. In Siftei Chachamim steht, dass das steht hier Riked Beneem, dass der Satan hat getanzt, ist ein Parabel zu der intime, die zwischen Achashverosh und seine Frau war. So der Satan muss nicht so schwer arbeiten. Der Satan schmeißt etwas und dann wartet und guckt, ja, wie es läuft. Rasha, nicht so der schlechte Mensch, kann sagen, nee, ich bin nicht schlechter Mensch, das ist Satan, habe ich. Ja, aber der Satan, die Frage ist, warum kommt der Satan zu der Mensch? Satan, er hat eine Aufgabe. Und der Satan, also hätte Achashverosh das nicht tun, dann hätte das dann auch nicht zu ihm kommen. Der Satan ist nicht die Yetzerara. Der Schlechte, der Böse treibt, das der Mensch hat, ist was anderes. Das ist der Wille der Mensch. Aber Satan kommt, weil er eine Aufgabe hat. Und er hat hier eine Aufgabe, weil Achashverosh hat das unkorrekt genutzt. Er durfte das nicht und er hat falsch kalkuliert. Und deswegen der Satan. Also Belshazzar hat ihn selbst getötet, der Satan. Aber bei hier hat er gesagt, okay, warum hat das so gewählt, hat der Satan, soweit ich weiß, bis jetzt noch nicht erklärt. Lass uns mal nochmal nur die Kalkulation auch zu Ende. Sof, Kama Beziran, also okay, nachdem, dass wir wissen, der Fehler von Achashverosh, wie viel Jahren war der Fehler? Chad Srei, 11 Jahre. Iu Kama Malach, wie lange hat Achashverosh selbst in der Macht gewesen? Arbeiser, 14. Barbasser, die Dei, Ibeile Limivne Bet HaMikdash, in der 14. Jahr, seine 14. Jahr, sollte er Bet HaMikdash bauen, weil das ist das Ende von den 70 Jahren. Wir haben doch gesagt, also der Fehler war noch in die 11. Jahre. Allah Machtiv Badin Betalt Avidat Bet Eloka, die Yerushalayim. Wenn so die Kalkulation ist, warum wurde Achashverosh in Buch Ezra beschuldigt, dass er Jerusalem nicht gebaut? Und erst später, sein Nachfolger, Dariavesh, in sein zweites Jahr das getan. Also warum? Amarava Shanim Mekutaotavu. Rava meint, es war keine volle Jahre. Also in der Kalkulation musste man, also wenn jemand hat von halbe Mittejahr in seiner Amtszeit von Mittejahr begonnen und ging zwei volle Jahre und noch ein halbes Jahr, das ist über 4 Jahre gegangen, aber es waren nicht 4 volle Jahre, es waren nur 2 Jahre, die über 2 Jahre gegangen. Tanya Namjachi ist auch ein Beweis aus der Breita. Ve'od shana acheret lebavel, ve'amad revesh v'ishlima. Noch ein weites Jahr musste der Revesh tun, um mal die 70 Jahre vollenden, bis er dann Beit HaMikdash
zweite Beit HaMikdash aufgebaut. Amar Rava, Rava sagt, Af Daniel ta'a bei Chushbena, auch Daniel selbst hat Fehler gemacht. Dichtiv bishnat achat lemolcho ani Daniel binuti basfarim, bitikamar binuti michlal de ta'a. Steht auch im Buch Daniel, im ersten Jahr zu meiner Amtszeit habe ich selbst in die Bücher geguckt oder in den Zahlen, aber von dem Wort binuti, von meinem Verstand, sieht man, dass es sein Verstand war und er hat auch hier Fehler. Letzte Stück und dann letzte zwei Sachen, die betreffen auch Koresh und der Bavel. Und dann lassen wir für nächste Woche. Mikol makom kashu krawa dadei. Immer noch, wir haben zwei Sätze, die widersprechen sich. Warum? Eine Seite steht Ktiv, Melot le Bavel, Uchtiv le Chobot Yerushalayim. Eine Seite steht, dass die 70 Jahre sind mit Bavel. Was wir davon verstehen, dass er hat mit der Zeit als Bavel, die Babylonien haben Jerusalem übernommen. Auf der andere Pasuk in Daniel steht Lechobot Jerusalem. Das heißt, das geht nicht mit der Bavel, es geht von der Zerstörung Jerusalem. Dann wie ist die Wahrheit? Amarava Lefkida Bealma. Er meint jetzt, dass der erste Satz ist nicht als Prophezeiung, wann wird es genau gemacht, das heißt, dass die zurückkommen, sondern der Jeremiah hat gesagt, in dem Moment wird Hashem am Israel erinnert. Also das wird der Moment, wo Hashem über euch denken wird. Erst 70 Jahre nachher. Und das war 70 Jahre nachdem das Babel hat die Macht über Jerusalem übernommen. Ve'ayinu dichtiv, ko amar koresh melech paras, kol bamlachot aratz natan li Hashem eloki Hashemayim, ve'u pakad alei livnot lo beit Jerusalem. Steht auch in Buch Ezra, Hashem hat mir beauftragt, Jerusalem aufzubauen, aber es bedeutet noch nicht, dass der Galut ist zu Ende. Das heißt, 70 Jahre nach dem Übernahme von Babel, die Babylonien in Jerusalem, war immer noch im Exil. Das heißt, die Geula war noch nicht, die Zeit, zweite Wiedergabe aufzubauen, war immer noch nicht. Aber Hashem hat schon Pakad erinnert und Auftrag der Prophet gegeben, aber es ist einige Jahre später geworden. Und der letzte Stück, was die Verbindung von Koresh zu Am Israel, Darash Rav Nachman Bar Avchisda, Mai Dichtiv, Ko Amar Hashem Lemishicho LeKoresh, Asher Chzakti Bimino. Steht in Buch Jeshaya so ein Satz. Ko Amar Hashem, so hat Hashem gesagt, Lemishicho zu seinem Mashiach, LeKoresh zu Koresh. Hier kann man den Satz falsch interpretieren. Man kann sagen, le Meschicho le Koresh, zu seinem Mashiach zu Koresh. Also die Frage, wie liest man den Satz? Stellt die Gemara die Frage, v'chi Koresh Mashiach haya? War Koresh Mashiach? Mashiach muss man auch unterscheiden. Es gibt Mashiach, das ist der Messias. Und es gibt Mashiach, ist jemand, der wurde gesalbt. Nein, also mit Öl. Das heißt Mashuach, mit Öl. War Koresh, eine, die man ihm mit Öl als wie die andere Könige von Haus David, war so ein Koresh? Sagt nein. Ella, Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Mashiach, ko Amar Hashem le Meshicho, so hat Hashem zu seinem Mashiach gesagt, zu Mashiach, zu richtiger Mashiach, Kobel ani alecha al Koresh, iber Koresh, so und so weiter. Das heißt, man muss den Satz trennen. Der erste Satz ist, was Hashem sagt zu seinem Mashiach, was er sagt ihm über den König Koresh. Ani amarti, u yivne beiti v'kabetz gulotai, v'u amar, mi bachem mikol amo v'yal. Ich habe gesagt, er soll selbst das Haus aufbauen und er, Koresh, hat am Israel gerufen und sagt, wer kommt mit mir und hilft mir mit aufbauen. Deswegen Hashem hat Mashiach gesagt, was ist los mit Koresh? Ich wollte, dass das baut und er hat die Menschen auch mitgenommen. Und das ist als Abschluss für die Kalkulation von den 70 Jahren, weil was wir heute gehabt, interessant, ist die Zeit von der Galut zwischen Zerstörung von Beit HaMikdash Rishon und Beit HaMikdash Sheni, die 70 Jahre, wie die kalkuliert, Balshazzar hat das eine kalkuliert, Feller
Achashverosh-Fehler und die richtige Kalkulation ist seitdem Zerstörung von Beit HaMikdash. Und nächstes Mal dann machen wir auch mit dem Megillah weiter.